dein Zutun und durch die Umstände, in denen du warst, in Dilemmata gestoßen worden und du konntest selbst nicht drüber aussehen. Und es ist kein Wunder, dass das dir nicht möglich war. Also du musst dich nicht in Verantwortung nehmen, dass du es hättest lösen können. Und es ist nicht deine Schuld, dass du die ganzen Jahre gerungen, verzweifelt damit gestrampelt hast und es nichts geworden ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass du heute erkennen kannst, dass du derjenige bist, der die Dilemmata in die Beziehungen trägt. So jemand möchte natürlich gern, dass er nicht schuld war und dass die anderen zugeben sollen, dass sie auch ihren Beitrag geleistet hat, dass sie so verzweifelt wurde, auch wenn die Dilemma-Dynamik von dem einen Menschen ausging. Und dann will er nicht schuld dran sein und dann habe ich solche Meta-Dilemmata und dann brauche ich solche Interventionen, wie du sie angeboten hast. Also zum methodischen Vorgehen, wie man damit genau arbeitet, habe ich jetzt natürlich nicht so viel gemacht, weil wir ja eher so bei der Inventur, was ist die Logik der Konzepte sind. Und das ist jetzt aber, glaube ich, durch einige Ausführungen schon deutlich geworden, dass es eben einerseits sich als psychotherapeutisch-beraterisches Konzept für Innensteuerung und Umgang mit den eigenen Selbstwerte, Identitätsprozessen sich eignet, aber dass es auch ein Konzept ist, das sich für die Organisationsberatung eignet. Und ich glaube, wenn wir uns Komplexitäten erzeugen oder Kompliziertheiten, manche Unternehmen machen das, die weit größer sind, als sie mit ihren Kompetenzen, die sie im Sinnzirkel aufbringen können, bewältigen können, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie damit in Dilemmazirkel abrutschen, relativ groß. Umgekehrt, Sinn und Wirtschaftlichkeit werden am besten dadurch erhalten, dass ich ein konstruktives Verhältnis zur Komplexität entwickle. Da sind wir wieder bei unserem Verständnis, was professionelle Kompetenz ist, nämlich mit Komplexität umgehen können, was nicht heißt, Komplexität im Unterschied zu Kompliziertheit heißt ja prinzipiell unergründlich. Ja, kompliziert kann sein, ergründlich, wenn auch sehr kompliziert. Allerdings pragmatisch unterscheidet sich das nicht so fürchterlich. Ich habe das Gefühl, ein Computer, vor dem ich sitze, der ist eigentlich kompliziert, der ist nicht komplex. Aber für mich ist er schon komplex, weil er für mich prinzipiell unergründlich ist. Deswegen haben wir unsere Verhältnisse also zu mancher Technologie ähnelt seelisch gesehen sehr wohl dem Umgang mit Komplexität. Also gutes Komplexitätsmanagement und vor allen Dingen gutes Haltungsmanagement gegenüber Komplexität oder gute Kompetenzmanagement im Umgang mit Komplexität erhöht die Chance, dass wir auch sinnvoll wirtschaften und vermindert die Gefahr, dass wir damit in Dilemmata geraten mit den ganzen negativen Folgezirkeln, die damit verbunden sind. Das gehört jetzt nicht direkt zum Dilemmazirkel, hat aber Verwandtschaft damit. Ich will drei Begriffe nochmal erwähnen und dann lade ich euch ein, ein bisschen miteinander zu reden und dann machen wir erstmal eine Pause. Das ist ja auch ausführlicher beschrieben dann in den Büchern. Kontrolldynamik, das ist ein ganz nützliches Konzept, das man kennen sollte. Es gibt Menschen, mit denen gerät man in eine dysfunktionale Kontrolle. Man merkt, dass die versuchen, über alles, was man miteinander macht, Kontrolle zu erlangen. Und man fühlt sich zunehmend kontrolliert und als soziale Diagnose, als intuitives Dagegenhalten, neigt man dazu, um nicht kontrolliert zu werden, den anderen zu kontrollieren, was dazu führt, dass der noch mehr Anstrengungen unternimmt, um wiederum mich zu kontrollieren. Und das ist wichtig, dass man das erkennt und dass man nicht nur auf der Oberfläche, ich halte dagegen und kontrolliere lieber dich, damit du mich nicht kontrollierst, weil nämlich genau das das Weltbild ist, weshalb der andere in der Kontrolldynamik ist. Der hat kein gutes Modell davon, wie man teilweise Kontrolle haben kann, aber teilweise eben auch sich überlassen muss, dass der andere freiwillig sich so verhält, wie es mir angenehm ist. Aus der Sorge, das macht er nicht freiwillig, versuche ich, ihm die Freiheiten zu nehmen
und ihn zu kontrollieren. Und in der Sozialpsychologie nennt man das Reaktanz. Wenn ein Mensch das Gefühl hat, es wird ihm seine Freiheit genommen, dann richtet sich sein gesamtes Streben erstmal danach, diese Freiheit wiederherzustellen, koste es, was es wolle. Und wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter, ich mache mal ein Beispiel, wenn der auf eine Weiterbildung möchte und er möchte sicherstellen, dass sein Chef nicht viel Wahl hat, als zu nicken, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Chef an der Stelle sagt, das wollen wir uns mal nicht leisten. Und das hat was mit Kontrolldynamik zu tun. Er spürt nämlich unterschwellig, da will mich jemand kontrollieren, der will den Teil der Freiheit, den ich und der Zuständigkeit, den ich beizutragen habe, den möchte er nicht akzeptieren, den möchte er durch Verführung oder durch subtile Nötigung oder Erpressung oder irgendetwas mir wegnehmen und reagiert dann mit einer übermäßigen Gegenkontrolle. Und das ist ganz wichtig, dass die Menschen dann ein sinnvolles Verhältnis zu einer angemessenen beidseitigen Beitrag. Jeder hat seine Freiheit und jeder muss aus seiner Freiheit heraus freiwillig das dazu legen, dass es zusammen funktioniert. Also es passiert ja sehr oft, wir haben es bei den Symbiosen nochmal, dass Leute ihre Chefs für ungeeignet halten und deswegen ihre Zuständigkeit, sie zu führen, in Frage stellen und sich subtil über sie stellen, was dazu führt, dass diese Chefs natürlich ihnen erstmal zeigen, dass sie unter ihnen stehen. Und da in der Supervision versuchen wir immer darauf hinzuarbeiten, dass ich kann sehr wohl der Meinung sein, ich kann es besser als mein Chef. Trotzdem muss ich respektieren seine Hoheitsmacht und seine Zuständigkeit. Ich muss mich ihm anheimstellen und ich muss appellieren an die Wahrnehmung seiner Verantwortung, aber es muss ich ihm überlassen, ob er diesen Appell annimmt oder nicht. Und wenn ich es ihm nicht überlassen möchte, dann geraten wir in eine wechselseitige Kontrolldynamik. Und dann geht es dann meist nicht mehr um die Sache, sondern nur noch um die Frage, wer hat Kontrolle über die anderen, weil er kein gutes Modell davon hat, wie es ist, angewiesen zu sein. Aber ein gutes Modell zu haben, angewiesen zu sein, ist eine wichtige Voraussetzung für Kooperation. Das heißt, Leute, die versuchen, einen zu kontrollieren, haben in der Regel im Hintergrund die Vorstellung, wenn ich den nicht kontrolliere, kontrolliert der mich. Und das passiert dann auch, weil der andere in die Logik eintritt. Der fühlt sich, selbst wenn ich gar nicht dazu neige, andere zu kontrollieren, wenn jemand versucht, mich zu kontrollieren, dann neige ich dazu, Gegenkontrolle auszuüben. Und das stimmt, das ist ein Weltbild, Self-Fulfilling Prophecy. Das ist ein Konzept, das aus der TA auch ist, aus der Therapie. Und ich finde das sehr nützlich, kann man auch in unserem Bereich brauchen. Dann gibt es ein Konzept, das heißt, das haben wir Treibsand genannt. Treibsand ist dieser feine Sand in der Wüste, in dem man einsinkt. Und ihr alle kennt solche Filme dann. Je mehr man dann strampelt, um rauszukommen, umso schneller sinkt man ein. Und die Lösung ist, wenn ich auf Treibsand bin, flach hinlegen und ganz vorsichtig bewegen, möglichst nicht fest auftreten und Standpunkt beziehen. Und das ist jetzt auch eben eine Metapher. Es gibt Systeme, die haben völlig weiche Wirklichkeiten, so wie Treibsand. Da gibt es nichts, worauf man sich berufen und verlassen kann, sondern es wird jedes Mal irgendwie neu verhandelt, wie die Wirklichkeit ist, wie die Entscheidung, wie die Zuständigkeiten und Ähnliches sind. Solche Systeme sind so ein bisschen, wo man sagt, versuchen wir einen Pudding an die Wand zu nageln. Und es gibt Menschen, die können damit gut leben, weil ihnen nicht sehr wichtig ist, Standpunkte zu beziehen. Aber solche Systeme haben in der Regel kein gutes Standing, wie man so schön sagt. Deswegen holen die sich Leute rein, die mal für Kontur und Dastehen und Klärung stehen. Und diese Leute denken, sie können jetzt hier mal Ordnung schaffen und treten fest auf und versinken zunehmend in diesen Kommunikationsmustern. Also das ist aus der Zeit, in der wir Psychosefamilien therapiert haben. Und psychosomatische Familien. Das sind Familien, in denen man nach einer Weile das Gefühl hat, man wird völlig verrückt. Und wenn man dann versucht, jetzt mit einer kräftigen Intervention mal irgendwie einen Anhaltspunkt oder Ordnung zu schaffen, dann versinkt man völlig in diesen Familien. Und da hatten wir immer noch ein Team hinterm Spiegel, die haben uns dann wieder rausgeholt. Und wir haben dann eher paradoxe Interventionen gelernt, also Seeding and Switching von Milton Erickson, indem man gesagt hat, also Leute, die meinten, da müsste man jetzt irgendwie mal Klarheit herstellen, die würden jetzt dies und jenes sagen.
Aber wir haben keine Ahnung, ob das in dieser Familie wichtig ist. Diese Familie hat so ein feines, fließendes Verhältnis, sich untereinander abzustimmen. Da würde ein solches Standpunkt beziehen wollen, als völlig unangemessen angesehen werden. Und daran würde man sich ganz bestimmt nicht ankoppeln. Also, und wir haben da gelernt, wenn Situationen sehr unklar sind, dann versuchen wir Klarheit reinzubringen. Und Manager und Berater sind oft Leute, die sich dafür zuständig fühlen, Klarheit reinzubringen. Wenn das System das dann aufschluckt und ich versuche es mit noch mehr Klarheit und noch mehr, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann der Indexpatient bin in dem System, relativ groß. Oder dass ich mich zum Despoten entwickle. Und da ist einfach wichtig, dass man da nicht einfach an der gleichen Logik immer wieder weitermacht, sondern sagt, okay, ich habe es mit einem Treibsandsystem zu tun. Und da versuche ich mich mal ganz anders zu bewegen. Auf jeden Fall nicht chronisch, indem ich Stellung beziehe und fest auftrete. Ich belasse es mal bei dem Bild. Und dann die fiktiven Wirklichkeiten. Das kennt ihr auch alle. Es gibt Unternehmen, die erzeugen einfach Vorstellungen, wie was sein müsste. Also ich erinnere mich, ich bin mal zum großen Technologieunternehmen vom Personalchef gerufen worden und der hat gesagt, wir sind totales Schlusslicht in Europa, wir müssen einen Sprung nach vorne machen, aber wenn wir schon nach vorne gehen, dann wollen wir gleich uns an die Spitze bewegen und lass uns jetzt ein Konzept machen, wie wir ein internes Qualifizierungssystem aufbauen, eine eigene Akademie machen, dass die anderen am besten auch noch dann lernen, wie toll wir das gemacht haben, mit dem wir uns hinaus katapultieren aus dem mittelalterlichen Zustand, in dem wir uns befinden, seiner Meinung nach. Und dann habe ich mich darauf eingelassen, wir haben ein Entwicklungskonzept auf 10 Jahre gemacht und dann hat er mir die Vorstandsvorlage gezeigt, da stand dort, wo ich 5 Jahre hingeschrieben hatte, 1 Jahr und wo ich 10 Jahre hingeschrieben habe, 2 Jahre. Dann habe ich gesagt, das ist völlig unmöglich, das was Sie da gemacht haben. Ich sage, du kommst nicht so drauf an, das muss man heute machen bei Vorständen, das ist schon zu lang. Besser wäre gewesen ein halbes Jahr und ein Jahr. Und dann sage ich, aber das ist völlig illusionär und völlig fiktiv. Und er sagte, darauf kommt es bei uns nicht an, damit fangen wir jetzt mal an. Das heißt, er hat damit gerechnet, dass es ein System ist, in dem man potemkinische Dörfer bauen kann und muss und alle so tun, als wäre das die Wirklichkeit und so handeln, als könnte man sich darauf verlassen. Und wenn man es mit Systemen zu tun hat, die keinen klaren Realitätssinn behalten, sondern bei dem, dann erkennt man das oft, dass wenn ich sage, das geht so nicht, dass ich vom das kann so sein zum das müsste so sein wechseln. Also ins Fiktive und selbst nicht mal diesen Übergang merken. Und das sind dann Systeme, die auch nach diesem einen Jahr nicht überprüfen, wie haben wir es uns vorgestellt und ist es eingetreten, sondern da wird keine Bilanz gemacht, sondern es werden neue Fiktionen aufgebaut. Und es gibt Systeme, bei denen es ist ein ganz prägendes Merkmal, und die haben totalen Aquaplaning-Effekt, weil die Bilder, die sie sich davon machen, wie ihre Wirklichkeit und ihre Möglichkeit sind, werden überhaupt nicht rückgekoppelt mit dem, was realistischerweise und empirisch wirklich passiert. Und da hat man als Berater ein Problem, wenn man so einem System sagt, das ist unreal, dann sagen die nicht vielen Dank, dass es uns gesagt haben, wir hätten es gar nicht gemerkt, sondern die sagen, jetzt halten Sie uns doch nicht mit so kleinkariertem auf, wir müssen doch voran. Ja. Und dann gibt es Unternehmen, die machen das einfach mit, genauso fiktiv. Und das Interessante ist, dass wir zurzeit Kulturgewohnheiten in vielen Unternehmen haben, wenn dann nach 2 Jahren all das nicht eingetreten ist, was die geplant haben, dann stört das gar niemanden. Sondern dann wird eine neue Fiktion gemacht und die kriegen einen neuen Auftrag. Es ist nicht so, dass nach 2 Jahren die mit dem Blumenstrauß zu dir kommen und sagen, wir haben nicht auf sie gehört, das tut uns wirklich leid. Sie haben uns damals schon die Wahrheit gesagt, es war echt solide, wir hätten sie nehmen sollen oder wir bezahlen sie jetzt wenigstens dafür, dass sie uns darauf aufmerksam gemacht haben, dass wir jetzt, wo wir die Gelder unnötig ausgegeben haben, wenigstens wissen, wo wir den Fehler gemacht haben. Und selbstverständlich sind Sie jetzt unser neuer Berater. Ist mir leider noch nie passiert. Vielleicht passiert es euch ja mal. Ja, gern.
was du jetzt geschildert hast, waren so Fiktionen im Hinblick auf Machbarkeit. Mhm. Ich erlebe manchmal Firmen, die Fiktionen haben, eher in der Richtung, dass sie sich einreden oder den anderen einreden wollen, wie schlecht sie sind. Mhm. So im Hinblick auf, wir wollen Druck erzeugen oder keine Begehrlichkeiten aufkommen lassen. Ist das was anderes oder prinzipiell das Gleiche, nur auf der anderen Seite? Ich glaube, der Unterschied wäre für mich nicht so sehr, ob positiv oder negativ, sondern ob das ob es bewusst ist, dass es eine Fiktion ist, dass also eine Fiktion nicht mit einer Realität verwechselt wird, und ob es Prüfmechanismen gibt, wie weit die gezeichneten Bilder und die Realität voneinander entfernt sind und fiktive Systeme sind, wenn dieser Abgleich gar nicht mehr systematisch stattfindet. Dieses Bildes, um ein Ziel zu erreichen, was dann... Ja, das ist ein manipulatives System, das einfach Behauptungen nutzt, um zu manipulieren. Wenn Sie aber selbst gar nicht merken, dass es so ist, dann geht es eher Richtung fiktives System. So, dann lade ich euch einmal mit zwei anderen eine Viertelstunde euch auszutauschen, was in euch in Bewegung geraten ist, was euch beschäftigt, jetzt bezogen auf das Dilemma-Thema. Und danach machen wir eine Pause. Wir treffen uns dann um 11:15 wieder hier zum nächsten Schritt. Aber gönnt euch ruhig die Zeit, auch wenn ihr erst ein bisschen träge sind, wenn das Gespräch erstmal in Gang kommt, ist das meist sehr hilfreich. Sucht euch zwei möglichst Dilemma-geeignete oder Sinnzirkel-geeignete Menschen. Mit dir wollte ich schon lange mal strampeln. Herbstgedicht, das kürzeste, das ich kenne. Und wieder färben sich die Blätter, Donnerwetter. Und den kürzesten Witz, den ich kenne, den kennt ihr wahrscheinlich auch. Probleme mit Alkohol? Nee, ohne. Aber jetzt erzähle ich euch den Alzheimer-Witz, oder nee, nicht Alzheimer, eigentlich Vergesslichkeitswitz, aber so altersgemäß. Sitzen zwei Freunde beieinander, sagt der eine zum anderen, du weißt, du bist ja mein Freund und dir kann ich es ja sagen. Ich war jetzt auf dem Gedächtnistraining. Das finde ich aber klasse, dass du dich dem jetzt gestellt hast und dass du es gemacht hast und dass du es mir anvertraust. Finde ich echt klasse. Rührt mich. Wo warst du denn auf dem Gedächtnistraining? Das war... die Blume, die mit den Dornen. Wie heißt die? Sagt er, Rose? Rosel, wo war ich auf dem Gedächtnis drin? Wo war ich auf dem Gedächtnistraining? Schön, gell? Man denkt, man längst mal hatte. Man kennt die Pointe schon, aber lass ihn mal fertig erzählen. Also, jetzt lasse ich mich doch hinreißen, an dem Potenzwitz vom Gunter Schmidt zu erzählen. Weil ich ihn wirklich nett finde. Ein sehr älterer Herr heiratet eine sehr junge Dame, wie man das ja gelegentlich in der Zeitung lesen kann. Und er ist nicht mehr ganz so fit. Und sie gehen dann vorsichtshalber zum Hausarzt wegen der Hochzeitsnacht. Weil sie will ja wirklich auch was von ihm haben und ihn nicht unnötig gefährden. Und der sagt, naja, also gut einmal. Und ihr bleibt besser in getrennten Zimmern und besucht euch, dann könnte das schon hinkommen. Sie finden das gut so und sie ist in ihrem Gemach. Die Tür geht auf, er kommt rein und es ist einmal und es ist wunderbar und flutscht so richtig und es ist befriedigend. Und sie sagt dann so, und jetzt schon dich, geh wieder in dein Zimmer, geh ins Bett, wunderbar. Und es wäre alles schön gewesen,
Aber nach einer halben Stunde kommt er wieder. Und sie sagt, ach komm du, also ich weiß nicht, der Doktor hat uns doch was anderes empfohlen, aber okay. Und es ist wieder richtig gut. Und sie sagt, du, aber jetzt musst du in dein Zimmer, gell, geh rüber. Und er sagt, ja, ist okay, und geht. Nach einer halben Stunde kommt er wieder. Und sie sagt, du, also es geht wirklich nicht, das können wir nicht verantworten. Wir müssen an deine Gesundheit denken. Also das geht jetzt nicht schon wieder. Dann guckt er sie an und sagt, wie, war ich schon mal da? Es gibt verschiedene Potenzen. In dem Fall hat die eine versagt, nicht die andere. Ich finde den nett. Ja, jetzt noch mal kurz den Bezug noch mal vorher zu Dilemma. Der Klaus hat mich ja noch mal in der Pause angesprochen, das fand ich eine gute Frage. Er sagt, was ist der Unterschied zwischen Widersprüchlichkeit und Dilemmata? Irgendwie, wie kann man das einander zuordnen? Denn natürlich jeder Manager heute in dieser komplexen Welt kriegt widersprüchliche Aufträge. Also zum Beispiel schenken Sie den Leuten reinen Wein ein, aber verunsichern Sie sie nicht. Oder so. Und ist das dann jetzt schon ein Dilemma oder wo fängt es an oder hört es auf? Und wir haben uns dann so geeinigt, selbstverständlich gehört zu den Tugenden eines Managers, dass er unterschiedliche Anliegen, die nicht ohne weiteres miteinander vereinbar sind, versucht gleichzeitig möglichst optimal zu bedienen. Meist geht es nicht, das eine maximal zu bedienen, ohne das andere zu vernachlässigen. Aber natürlich hat keiner von uns einen Anspruch auf widerspruchsfreie oder spannungsfreie Zielvorgaben oder Anliegen. Unsere Aufgabe ist, wenn da also auseinanderstrebende, zunächst mal in ihrer Einfachform auseinanderstrebende scheinbare Anliegen sind, dass wir den Raum möglichst groß machen müssen, dass das eine und das andere möglichst gut versorgt wird. Und das hat ja jetzt Anschluss an meinen Begriff von Ökonomie. Ökonomie ist die optimale Ressourcenkombination zur Erzeugung eines Mehrwerts. Und ich glaube, wenn man die Dinge nicht auf ihrem einfachen Niveau lässt, sondern sehr kompetent und sehr anspruchsvoll die Inszenierung macht, dass man dann tatsächlich ökonomisch handeln kann. Man kann nämlich Inszenierungen finden, die dem einen Anliegen in hoher Maße Rechnung tragen und dem anderen und dem anderen. Und das ist ja genau die Aufgabe des Wirtschaftens, dass man durch höhere Komplexität, anspruchsvolle Inszenierungen einen Mehrwert schafft, dass man ohne mehr Ressourcenverbrauch zu haben, trotzdem mehr Anliegen gleichzeitig intelligent versorgt. Und da und von daher muss jeder natürlich Inszenierungen schaffen, die das eine befördern und das andere auch, soweit es, und das ist die Einschränkung, in einem menschlichen Maß möglich ist. Also statt einen Workshop zur Systemanalyse zu machen, einen Workshop zur Persönlichkeitsarbeit und einen dritten Workshop zur Professionalisierung mache ich einen Workshop, der unter jedem Gesichtspunkt so konstruiert ist, dass er viel sinnhaft und in vieler Weise gleichzeitig gute Effekte hat. Und dann erzeuge ich einen Mehrwert, weil ich drei Anliegen gut bediene mit einem Ressourcenansatz. Und das möchte ich auch von einem Ökonomen erwarten, dass er nicht einfach nur ohne die Dinge nebeneinander setzt und meint, das wäre Wirtschaften. Ja, und das ist auch in Ordnung. Wenn jemand dann keinen intelligenten Weg findet, wie er das eine befriedigen kann und das andere auch, ohne dass es zu einer gegenseitigen Ausschließlichkeit und Störung kommt, dann bleibt er im Sinnzirkel. Da kann er ruhig drum ringen, um da ein gutes Design zu finden, aber das ist möglich. Wenn jemand nicht sehr kompetent ist, dann schafft er
dann bleibt er praktisch auf einem widersprüchlichen Niveau und versucht halt einfach nur irgendeinen Ausgleich oder eine Mitte zu finden, oder er verstrickt sich darin. Und da gerät er mangels Kompetenz in eine Dilemmadynamik. Wäre er kompetent, würde er mit den gleichen widersprüchlichen Aufträgen durchaus in Sinnzirkeldynamik reinfinden. Also Dilemmata werden es dann, wenn es eben so wie es konzipiert ist, zu Unlösbarkeiten führt, aber es ist auch eine Kompetenz, es dann so zu konzipieren, dass die Unlösbarkeiten sich auflösen, wenn dies möglich ist. Gibt aber natürlich auch Aufträge, die an sich nicht lösbar sind, wie wir ja vorher das Beispiel schon hatten, und wo der andere einfach nicht die Unlösbarkeit anerkennen will. Dann liegt dann im Auftrag schon das Dilemma, das kann einer mit der besten Kompetenz da nicht auflösen. Wenn er ständig im Weinberg die Erträge bringen muss und gleichzeitig einen neuen Weinberg anlegen soll, dann ist das nicht in dem Sinn ein widersprüchlicher Auftrag, dass er sagt, optimiere das eine und das andere, ist in Ordnung, sozusagen nach dem Stand der Kunst die beste Kombination zu finden, sondern es ist ein Auftrag, mach das eine perfekt und das andere perfekt und komm ja nicht mit dem Anspruch, dass wir ein sinnvolles Maß finden müssen und dass wir es auch verantworten müssen. Also das ist nochmal, fand ich nochmal eine wertvolle Ergänzung zu dem Dilemma-Thema. Weil mir ist es auch sehr recht, dass das Dilemma-Thema nicht so ein Drama-Thema extra bleibt, sondern dass es tatsächlich sich einbindet in unsere ganzen anderen Überlegungen, und da finden wir immer mehr sinnvolle Bezüge. Gibt es da nochmal zum vorigen Nachfragen, auch aus eurer Untergruppenarbeit oder was ihr mitteilen wollt? So, jetzt würde ich gerade an, ich habe mir noch mal so angeguckt, ein paar Charts sind noch nicht abgearbeitet zum Thema Beratung und sowas, aber ich habe das Gefühl, das wäre jetzt mehr so vollends Abhaken, weil viele von den Dingen, die habe ich dann jetzt schon nebenbei gesagt, ich möchte jetzt auch nicht zu redundant werden. Auf der anderen Seite wurde ich angemahnt, was ist mit den seelischen Bildern? Das gehört doch in die Inventur rein, weil das Konzepte sind, die wirklich am Institut originell sind und wo ich sehr viel dazu entwickelt habe. Und ich hatte das schon so ein bisschen vorbereitet, aber habe die Charts nicht ausgegeben, weil ich nicht wusste, erstens, ob wir dazu kommen. Ich habe das ja noch nie gemacht. Ich wusste nicht, wie wir mit der Zeit hinkommen. Und zweitens, ich kann es natürlich auch nicht ausführlich machen, aber ich kann vielleicht nochmal diesen Bereich beschreiben, so wie bisher auch. Und ein paar Sachen sind ja gar nicht von mir, die beleben und vertreten wir nur wie Träume und Storytelling und sowas. Da verweise ich nur noch mal drauf, dass wir es machen und wie es zusammengehört, meiner Meinung nach. Und ein bisschen ausführlicher würde ich noch mal die Idee der sinnstiftenden Hintergrundbilder und wofür wir die verwenden, erläutern. Das wäre so vielleicht die nächste halbe Stunde oder so. Wäre das gut? Gut. Bevor wir jetzt in die Art von Bildern, mit denen wir arbeiten, reingehen, möchte ich ein bisschen noch was sagen, um es auch wieder anzuschließen an die Themen von Sinn. Und wir machen ja sowohl Wirtschaften für Menschen und mit Menschen. Und ich habe ja gesagt, für mich ist der Mensch ein mythisches Wesen. Eine der wichtigsten Motivationen eigentlich eines jeden Menschen ist, dass er sich selbst erzählt. Und wenn ich, das ist auch ein wichtiger Teil des Rapports, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite oder jemanden berate, ob ich mich in die eine oder andere Situation so einfühle, wie er sich vorstellt, ist vielleicht nicht so wichtig, als dass ich darauf höre, welche Lebenserzählung hindurch tönt, was dieser Mensch werden möchte, was seine Themen sind. Und wenn ich Resonanz dafür gebe, dass die Seele das Gefühl hat, mit dem verstehe ich meine Lebenserzählung besser oder kann mit dem zusammen was inszenieren, was sie gut zum Ausdruck bringt oder anreichert oder weiterentwickelt. Und ich glaube, dass das immer irgendwo im Hintergrund von Prozessen, so sachlich sie sein mögen, ist oder sein sollte, dann, wenn ich die ganze Seele gewinnen möchte, in dem Prozess mitzumachen, dann muss das irgendwie
mitbedient werden. Und wenn das der Fall ist, müssen wir uns immer auch irgendwo damit beschäftigen, mit welchen Lebenserzählungen, welchen Lebensentwürfen sind die Menschen unterwegs. Und Lebensentwürfe hat ja bei mir insofern eine geschichtliche Bedeutung, dass ich ja Transaktionsanalytiker bin. Und in der Transaktionsanalyse gibt es ja den Skriptbegriff von Eric Byrne. Skript ist ein unbewusster Lebensplan, jetzt klassische, also nicht die ganz klassische, die war nämlich noch besser. Da war Skript ein Übertragungsdrama, was die meisten Transaktionsanalytiker nicht mehr wissen. Das war die erste Definition. Später war Skript ein unbewusster Lebensplan. Das wurde dann ziemlich mechanistisch, dass Menschen, ohne es zu merken, auf eine negative Version ihrer Lebensvorstellung hinleben und viele Spiele, in die sie sich verwickeln, viele unglückliche Beziehungen zu arbeiten, zu anderen Menschen, dazu dienen, das Negative, das ich im Kind-Ich, wie die dann sagen, in mir beschlossen habe, was mir als Endschicksal mal beschert sein würde, mich dorthin zu bewegen. Das war ganz technisch. Da hat Herr Byrne dann später das Bild gebracht, das ist wie so ein automatisches Klavier, wo hinten so eine Lochwalze läuft und vorne sitzt der Spieler und er denkt, er spielt. Aber das Skript spielt ihn, und wenn man dieses Bild dann zeichnet, braucht man natürlich dringend einen Transaktionsanalytiker, der ihm in die Tasten fährt und ihn skriptfrei macht auf irgendwelche Weise. Das ist die mechanistische und negative Version von Skript verstehen. Vanita English, eine der großen Schülerinnen, die heute noch lehrt, mit 91. Hat sie jemand schon mal kennengelernt? Ja, eine. Die hat immer schon vertreten, dass das eine verkürzte, pathologieorientierte, mechanistische Vorstellung ist und dass es dazu auch eine schöpferische Vorstellung gibt. Weil Menschen wollen einen Lebenssinn haben und eine Lebensgeschichte aus ihrem Leben machen, die interessant ist, die zu ihnen irgendwie passt, die sinnhaft ist. Und diese negativen Skript sind nur misslungene Versionen aufgrund von traumatischen Einflüssen aus der Kindheit heraus. Aber der Normalfall ist eigentlich, dass es eine schöpferische Kraft in jedem Menschen gibt, der aus sich eine Lebenserzählung und den Entwurf zu einem ihnen sinnvollen Entwurf machen möchte. Und das ist der Teil, an den ich mich mehr anschließe, und weh dem, der keinen Lebensentwurf hat. Ich bin gerade mir überlegen, ob ich das... Ich mache zurzeit historisch Interviews mit Kollegen, also jetzt in Gomera habe ich den Bernhard Brenkel und den Eberhard Hauser und den Franz Interst interviewt und früher die anderen, weil ich das unheimlich spannend finde, wenn ich jemanden kenne, der markant agiert, zu verstehen, aufgrund welcher Herkunftslinien er sich organisiert. Und die Menschen sind oft daran gar nicht, ist ihnen gar nicht so klar, wie das ist. Und ich habe diese Gespräche jetzt immer eingeleitet mit zwei schönen Beispielen, wo das auf einen sehr einfachen Punkt zu bringen ist, dass man versteht, woher ein Mensch seine Bestimmung hat. Die, kann man sagen, ihn programmiert, vielleicht auf eine nicht ganz wesensgemäße Weise, aber auf der anderen Seite ihnen auch lebenslang eine Motivation gibt. Ich sage nicht, dass jede Motivation, die auch neurotisch ist, eine schlechte Motivation ist. Die Sinnlosigkeit ist das Schlimmste. Also jeder Mensch braucht, auch wenn er neurotischen Antrieb hat, im Lauf des Lebens daraus trotzdem eine auf ihn passende, sinnvolle Lebensgeschichte macht, ist das sehr hilfreich. Also ich erlebe das ja in den letzten Jahren, dass ich wollte immer alle Welt beglücken mit meinen Ideen. Das kann man auch als neurotisch ansehen. Irgendetwas verarbeite ich wahrscheinlich damit. Aber das alles wäre nicht entstanden, wenn es nicht so wäre. Und in letzter Zeit lässt es nach und ich denke, okay, ich muss ja nicht alles machen, muss es auch nicht jedem sagen. Ich merke aber, dass dann viel Kraft in der Welt, was beizutragen, dadurch auch erstmal verloren geht. Es muss dann erstmal durch andere Motivationen und durch andere seelische Kräfte, mich in Form zu bringen, ersetzt werden. Also da merkt man erstmal, was einem auch fehlt, wenn man da keinen Lebensentwurf hat, der mit seelischer Energie
Ob die jetzt ein bisschen neurotisch ist oder nicht, finde ich nicht so wichtig. Und es sind nicht die gesündesten Leute, die die Welt vorangebracht haben. Das muss man sich auch klar machen. Also Gesundheit ist da nicht unbedingt jetzt unter schöpferischen Gesichtspunkten ein unbedingt erstrebenswertes Ziel. Und ich verstehe heute gut, warum die Kunstakademie, ich war früher Studentenberater, wir haben, wollten die doch recht gestörten Studenten der Kunstakademie therapieren. Und dann haben die Professoren gesagt, um Gottes Willen, Finger weg, die sollen Künstler werden. Wir dachten, was kann dir das, dass ihr sozusagen in einem seelischen Leid stecken lassen, nur wegen eurem Verwertungsinteresse. Aber heute verstehe ich das so ein bisschen besser, was der Sinn da dahinter ist. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir die Einstellung haben, es darf ruhig jeder auch eine Macke haben. Ich finde, Menschen ohne Macke haben auch schwer, einen Charakter zu kriegen. Also so ein bisschen spinnen tun wir alle, das ist gar kein Problem. Wir müssen uns nur gegenseitig helfen, dass wir nicht zu arg dran leiden und dass wir auch was Gutes draus machen. Also aus Neurosen Charakter machen war ja schon immer mein Stichwort und nicht Neurosen wegtherapieren. Weil Neurosen meist die etwas unglückliche Variante des Charakters sind. Bei den biografischen Interviews wollte ich jetzt euch einfach nochmal zwei Bilder erzählen. Ich habe eine Kollegin im Coachingfeld, die immer unterwegs ist mit dem Thema, wie gewinne ich zahlenorientierte Manager? Das Wort hat mich schon immer so aufmerksam gemacht, dazu zu verstehen, dass es noch was anderes im Leben gibt, was wirklich wichtig ist. Und das macht die gut. Die hat ein ganzes Konzept dazu entwickelt. Die hat eine Liebe, sich irgendwelche Leute zu fischen, die sie als da vielleicht etwas verkümmert ansieht und die zu begießen und zu düngen und deren Leben anzureichern. Ich hätte dazu überhaupt keine Lust, aber die macht das. Und da habe ich so beim Frühstückstisch gefragt, du sag mal, gibt es da einen biografischen Hintergrund für dich? Er sagte, ja, klar. War also überhaupt nichts Verborgenes. Wenn sie sich überlegt hat, war es ihr sofort klar, aber sie hat so noch nie drüber nachgedacht. Mein Vater war Unternehmer und er war eigentlich so ein ganz verträglicher Mensch, aber wenn er in seiner Unternehmerrolle war, dann war das ein taffer Typ und mich hat das immer geschmerzt. Ich habe gedacht, das ist jetzt mein Vater, so will ich meinen Vater nicht haben. Und da gab es eine Schlüsselszene, da läutet das Telefon, ich spiele da oder bin in meinem Zimmer, weiß nicht, Grundschulalter oder was. Und ich höre, dass da jemand mit der Mama spricht und ich sage, ja, ich hole meinen Mann, Sie können ja mal mit ihm sprechen. Und der ist dann ans Telefon gegangen und hat dann nach einer Weile gesagt, komm, nicht in Frage, da müssen Sie halt durch, das geht nicht anders. Es hatte einen Mitarbeiter, der zu einem Gesprächstermin ins Ausland musste, angerufen und darum gebeten, dass er die Reise ausfallen oder da lassen darf oder verschieben darf. Seine Frau kommt gerade nieder, unerwartet früh. Und der Vater hat gesagt, kommt nicht in Frage, Sie fliegen. Hat aufgelegt und grinsend gesagt, wer bei uns nicht fliegt, der fliegt. Und es war dem Mädel so peinlich. Es hat ihr so wehgetan, dann den Vater, den sie eigentlich als einen anderen Vater haben möchte und den sie ja irgendwie liebte, dass der sich in